Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch für das Thema Akkustaubsauger interessiert. Akkustaubsauger mit einer Absaugstation gibt es noch gar nicht so viele auf dem Markt und die meisten sind echt teuer. Voltanic hat mit dem FS1 jetzt einen Akkusauger mit einer solchen Station auf den Markt gebracht und das im mittleren Preisbereich. Wie gut das Ganze funktioniert, wie er sich hier in unserem Test schlägt, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Wenn euch auch alle technischen Daten vom Ultanic FS1 interessieren, dann werft mal einen Blick in unseren Akkustaubsaugerfinder auf dem Blog. Der Link ist hier oben in der Infokarte. Und da findet ihr alle Daten, die wir hier eingegeben haben, alle ermittelten Testergebnisse. Ihr findet aber auch alle anderen Akkustaubsauger, die wir bisher getestet haben, da übersichtlich zusammengefasst. Da könnt ihr mit verschiedenen Filtern, mit zum Beispiel Preis und Funktion, das Modell herausfinden, was am besten zu euch passt. Ihr könnt den FS1 aber auch direkt mit anderen Akkustaubsaugern vergleichen, könnt mal sehen, was die Unterschiede sind, wie er da abgeschnitten hat. Also all das findet ihr im Akkustaubsaugerfinder. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz Zubehör zusammen durch und schauen uns das Gerät ein bisschen im Detail an. Zubehör ist gar nicht so umfangreich. Ich blende euch hier nochmal was über, was jetzt hier nicht mit auf dem Tisch liegt. Ihr habt noch eine Fugendüse, ihr habt so einen Möbelpinsel, ihr habt zwei Ersatzstaubbeutel für die Absaugstation und einen Ersatzfilter für den Sauger. Dann habt ihr hier einen Hauptaufsatz, der hat vorne auch LEDs und der hat an der Unterseite eine Rolle, die quasi für alle Bodenarten geeignet sein sollen. Haare verfangen sich hier drin übrigens super, habe ich extra mal so gelassen, dass man das sehen kann. Und er hat schön große gummierte Räder. Das Rohr hier hat eine Besonderheit. Man kann das Gerät hier in der Höhe verstellen. Und ich muss auch sagen, ich bin so etwas mehr als 1,80, so 1,82. Und wenn ich den ganz ausziehe, ist er mir sogar fast ein Ticken zu groß. Also auch für große Personen ist der wirklich geeignet. Dann das Gerät hier selber. Sieht aus wie viele andere Akkustaubsauger. Ich hatte schon einige Modelle von Ultanic oder auch Prusenic. Die gehören ja irgendwie so ein bisschen zusammen. Sieht alles ähnlich aus. Ich zeige euch mal den Aufbau. So wird er halt hier gehalten. Ihr startet das Gerät hier oben an der Oberseite mit einer Taste und die Stufen stellt ihr dann hier hinten quasi mit so einem kleinen Touch-Teil durch. Hiermit, wenn man das länger drückt in seiner Station, aktiviert man dann auch die Absaugung. Ich zeige euch einfach mal, wie sich das hier anhört. Und hier ist ein kleines Display, so eine Art drin, beziehungsweise eine Anzeige. Da seht ihr den Akkustand und welche Stufe ihr eingestellt habt. Es gibt auch eine Autostufe, die das Ganze automatisch an die Verschmutzung des Bodens anpasst. Der Akku hier unten, der kann auch entnommen werden. Habt also die Möglichkeit, einen zweiten dazu zu kaufen. Den kann man oben in so einen Slot in der Basisstation reinpacken und da wird er dann auch mitgeladen. Also habt ihr die Möglichkeit. Also habt ihr die Möglichkeit, direkt zwei miteinander zu laden. Ansonsten ist der Aufbau so. Hier vorne sieht man ja, hier kommt der Staub raus. Diese Klappe geht automatisch auf, wenn man ihn hier reinstellt und dann aktiviert man halt die Absaugung. Man kann den ganzen Part hier aber auch so entnehmen, wenn man das möchte, um halt auch den Filter rauszunehmen und zu reinigen, generell alles hier auseinanderzunehmen. Ja, mehr gibt es hier gar nicht zu zeigen. Qualitativ ist das okay. Das ist bei der Prusenic, bei der Marke Prusenic und Ultanic so. Die sind meistens so im unteren Preisbereich angeordnet. Dementsprechend ist die Qualität auch okay. Nicht zu vergleichen wie mit Samsung oder Dyson. Ich habe das Gefühl, dass es bei dem Gerät hier gefällt es mir noch ein bisschen besser, weil die viel mit matten Materialien gearbeitet haben. Aber gut, qualitativ ist ja halt so im dem Preis entsprechend. Dann schauen wir uns auch nochmal die Absaugstation an. Da gehe ich natürlich gleich in der Handhabung nochmal drauf, weil das hier ein bisschen sehr groß ist. In dieser Basisstation hinten ist ein Anschluss dran zum Laden. Der wird also automatisch geladen, wenn man das Ganze hier reinstellt. Oben ist Platz für einen Akku. Der Saugerschacht ist natürlich hier oben, wo das Ganze abgesaugt wird. Hier vorne öffnet man das Ganze. Hier drin befindet sich dann der Staubbeutel. Den kann man hier so rausziehen, wegschmeißen, dann einen neuen für kaufen. Darunter ist auch nochmal ein Filter, den man rausnehmen und reinigen kann. Und das war es dann tatsächlich auch schon. So ist das Ganze hier aufgebaut. So viel zu diesem Part. Jetzt interessiert uns im nächsten Schritt natürlich die Reinigungsleistung und wie gut funktioniert das hier mit der Absaugstation. Weiter geht's. Ja, bevor wir zusammen über die Reinigungsleistung sprechen, nochmal kurz der Hinweis, es wäre echt super, wenn ihr kurz ein Like und auch ein Abo für diesen Kanal da lasst, die kleine Glocke aktiviert, denn so verpasst ihr keine Videos und ihr macht uns damit eine Freude, denn ja, mehr Abonnenten bringt uns natürlich auch weiter voran auf diesem Kanal. Fangen wir an und sprechen über die Reinigungsleistung. Ich nehme hier selber den Akkustaubsaugerfinder zur Hand und lese mir hier die ermittelten Ergebnisse durch, denn das ist wirklich übersichtlich hier und ich kann mir die Ergebnisse eigentlich auch nicht immer merken. Also, auf dem Hartboden, das ist ja das erste Testszenario, hat er von der verteilten Mischung 99,27 Gramm aufgenommen. Das ist ein Wert, der ist völlig in Ordnung.
Die Mischung ist immer die gleiche, gleich zusammengesetzt und wird vorher halt und nachher gewogen, wie viel da aufgenommen wurde. Man sieht, dass wenn viele Verschmutzungen auf dem Boden liegen, gerade so das Katzenstreu, dass es bei der ersten Überfahrt manchmal nicht alles aufgenommen wird. Je weniger da liegt, desto besser funktioniert das Ganze. Also für einen Hartboden, ja, da kann ich nichts Negatives zu sagen. Über 99 Gramm wurden aufgenommen, wie bei den meisten Akkustaubsaugern. Dann kommt Teppich. Teppich ist schwer und da macht es tatsächlich der Ultenic FS1 wie seine, ja, ich sag mal, Vorgänger, Ultenic, Proscenic, die ich hier schon getestet habe. Die liegen immer so in dem Bereich um 55 Gramm. Hier auch 54,48 Gramm hat er auf dem Teppich aufgenommen. Der Wert ist, ja, okay, ein bisschen unterdurchschnittlich, denn meistens fangen die Geräte, wo ich sage, da würde ich jetzt sagen, das ist eine Empfehlung für Teppich, bei um 60 Gramm an. Da geht es deutlich höher, bis über 80 Gramm. Dementsprechend ist die Leistung auf Teppich ein Ticken schwächer als der Durchschnitt. Ja, das sind erstmal so die ermittelten Werte. In der Reinigungsstation habe ich natürlich auch geguckt, wie ist das Ganze hier aufgebaut, beziehungsweise wie funktioniert die Reinigung hier. Denn die Reinigung soll ja hier automatisch passieren nach der Reinigung. Und da muss ich sagen, das funktioniert soweit gut mit kleineren Schwächen. Die Sachen, die da drin sind, die werden wirklich sehr schön nach unten abgesaugt und verschwinden dann alle. Und man kann dann halt sehr praktisch, wenn der Beutel hier irgendwann mal voll ist, ihn einfach entnehmen. Braucht nicht jedes Mal zum Mülleimer laufen. Es kann vorkommen, dass wenn halt gerade so Haare sich sehr, sehr, sehr fest hier drum verwickelt haben, dass die nicht beim ersten Mal absaugen hier komplett mit verschwinden. Da bleiben manchmal welche über. Ja, manchmal muss man da per Hand nachreinigen. Einfach, dass ihr es wisst, kann vorkommen. Meistens wurde hier aber alles zuverlässig abgesaugt. Was da noch mit zugehört, ist der Filtertest. Den habe ich hier wie immer gemacht, Nebelmaschine angemacht, aufgesaugt. Da bleiben die Partikel tatsächlich im Filter. Das heißt, auch in der Preis-Range ist das gut, dass hier der Filtertest bestanden wurde. Ja, so viel dazu und sprechen wir im nächsten Punkt über die Handhabung und die Features. Ja, die Handhabung, würde ich sagen, vom Ultenic FS1, die ist gut. Man kann damit sehr angenehm manövrieren. Diese großen gummierten Räder, die sind sehr angenehm und laufruhig, lassen die sich durch die Wohnung schieben. Die Stufen, die man hier durchschalten kann an den Bedienteilen, sind einfach. Also eine Taste hier und dann halt hier oben immer per Touch. Das funktionierte in meinem Test hier so wirklich gut. Und generell die Reinigung damit, auch gerade mit der Automatikstufe, ist sehr angenehm. Das heißt, wenn man auf den Teppich geht, wird die Leistung automatisch erhöht oder wenn irgendwo mehr Schmutz rumliegt. Das ist auch sehr angenehm. Akku schont. Akku ist natürlich dann auch eine interessante Frage, die sich viele immer stellen. Wie lange kann ich hiermit auf höchster Stufe reinigen? Da habe ich gemessen, voll aufgeladener Akku und dann einmal auf höchster Stufe durchlaufen lassen auf der Powerstufe. Das sind dann 11 Minuten 20 gewesen, die er durchgehalten hat. Das ist auch völlig in Ordnung. So um die 10, 11, 12 Minuten schaffen die meisten. Gibt es auch welche, die deutlich mehr schaffen. Schaut mal in den Akkustaubsaugerfinder, da findet ihr auch diese Angaben immer. Aber da ist er ja so im Durchschnitt völlig okay, muss ich sagen. So, zur Handhabung und zu den Features gehört natürlich eben auch diese Absaugstation. Ja, eben gerade habe ich schon mal was dazu gesagt, das Absaugen funktioniert wirklich gut. Wenn wir über die Handhabung sprechen, was ich so als kleinen Kritikpunkt anbringen würde, wenn man den Sauger nach dem Saugen in diese Station stellt, zum einen zum Laden und zum anderen halt um abgesaugt zu werden, dann geht halt automatisch beim Reinstellen hier diese Klappe auf. Nicht erst durch das Absaugen, sondern halt direkt durch die Klappe. Das heißt, man muss nach der Reinigung immer die Aktion hier durchführen. Man kann also nicht sagen, okay, da liegen jetzt irgendwo so zwei, drei Krümel, die will ich mal eben wegnehmen und stelle ihn dann rein. Weil wenn man ihn dann nämlich nicht absaugt und dann rausnimmt, dann fällt einem das ja daneben, weil die Klappe ist offen. Und man muss auch daran denken, dass man diese Klappe jedes Mal, wenn man ihn rausgenommen hat, schließt. Also wenn man das vergisst, und das ist mir passiert, dann saugt man, aber es ist nicht effizient, weil man hat ja keinen Unterdruck, weil hier vorne eben die Klappe offen ist. Also das muss man einfach wissen, dass die Klappe hier immer automatisch aufgeht und man nach jeder Reinigung einmal hier die Absaugung starten muss. Handhabung nochmal, dass das Rohr ja ausziehbar ist, ist sehr praktisch. Und ich habe es eben schon mal erwähnt, es ist auch für große Personen sehr gut geeignet. Also wenn ihr besonders groß seid und einen Akkustaubsauger sucht, bei dem ihr euch nicht ständig bücken müsst, das funktioniert hiermit auch gut. Apropos bücken, Reinigung unter Möbeln ist hier auch super möglich. Man kann das Gerät weit nach unten legen und kann weit nach unten, also hier bei meiner Couch, ist dann hier einfach nur der Stopp. Zur Seite drehen kann man ihn dann nicht. Da gibt es noch ein paar Geräte, die haben so ein Gelenk an der Seite, dass es so flexibel ist. Aber auch so ist die Flexibilität völlig in Ordnung. Ja, so viel zum Punkt. Und dann kommen wir jetzt zu meiner persönlichen Meinung zu diesem Akkustaubsauger mit Absaugstation.
Ja, ich finde tatsächlich, dass der Hersteller beim Ultenic FS1 einiges richtig gemacht hat. Wir haben jetzt hier einen Akkustaubsauger, der okay ist in der Reinigungsleistung, auf Hartboden sowieso in Ordnung, auf Teppich ein bisschen schwächer als viele andere, aber ich denke mal für die meisten Situationen im Haushalt, wenn es nicht gerade ein mega hochfloriger Teppich ist, absolut geeignet. Dann habt ihr einen Wechselakku, er lässt sich einfach bedienen, er hat den Filtertest bestanden und mit dieser Absaugstation in der Preisklasse ist das wirklich, ja, ein super komfortables Gerät. Man hat eine Absaugstation für um 340 Euro. Er soll im Angebot auch noch mal günstiger sein. Die Infos findet ihr alle hier unten in unserer Infobox bzw. unten in der Videobeschreibung. Da steht das alles drin. Da findet ihr auch den Link. Klickt mal drauf, da seht ihr, was er gerade kosten soll. Und dafür, finde ich, haben die ein ganz rundes Gesamtpaket gemacht. Abstriche muss man in der Qualität hier einfach machen. Aber das ist in der Preisklasse so. Das ist da ganz häufig. Ja, wenn ihr euch jetzt noch mal zu diesem Gerät hier austauschen wollt, dann sagt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, findet ihr das direkt hier. Da geht es zum Akkustaubsaugerfinder und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Wenn ihr euch mit über 6000 Nutzern austauschen wollt, kommt gerne in unsere Akkustaubsauger-Facebook-Gruppe. Die findet ihr hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.